Jetzt sind wir gespannt hier. Das ist alles Schätzchen. Ja, verreck. Hey, der kann Zufall gewesen sein. Nochmal. Nochmal. Das glaube ich erstmal nicht. Nochmal. Das falsche Tier. Das war das falsche Tier. Das falsche Tier, ja. Hast du im Augenwinkel Das hab ich gehört. Ah, ich hab's gewusst. Au, jawohl. Der war sehr stark. Der war sehr stark. Das heißt, alle Pfeilhersteller dürfen jetzt sich bei ihm bedanken. Die Aufträge werden steigen. Für Frodo. Ich denke, in 2 Jahren ist hier eine Schneise runter nach Bozen. Die Evelyn hat auch das Ding getroffen von vorne. Richtig, wow. Gut. Bravo. Sehr gut. Evelyn, klasse. Finger hoch. Oh, da liegt Pfeile, Pflaster in ihren Weg. Aber hier ist es, ne? Das Albino-Eichhörnchen. Das ist echt ein böses Teil. Ich wünsche euch Spaß und wenig Pfeilbruch. Probiert es einfach. Aber wie schon gesagt, ihr müsst nicht. Immer dran denken. So, und ihr seht schon, los geht's. Da sind sie schon gerichtet, die Pflöcke. Andrea hat schon einen in der Hand. So sieht es aus. Das sind die Bogen von Extremstöcke. Und da werden wir jetzt gleich mal in den Parcours gehen. Und 6 Pflöcke werden gestellt heute, damit wir hier eine Runde kriegen. Und da ist die gesamte Crew. Und hier ist schon das erste Bogen von Extremschild. Sie wird es stellen. Und da oben geht es hin. Da oben sind Mufflon. Die werden jetzt noch schießbar gemacht. Andrea startet die Kettensäge, gibt alles. Jawohl, auf Stichwort. Und dann schneiden wir das frei und dann probieren wir das gleich mal aus, wie sich das schießen lässt. Alles klar. Pass auf deine Hand auf, Andrea. Und jetzt ein kleiner Schlag für Andrea, ein großer Schlag für den Bogensport. Der ist klasse, der ist genau der Baum da neben dran, unten drunter steht der andere Mufflon, das ist ein Mufflon, ne? Da sieht man das Kiel wunderbar und dann probiere ich das gleich als erstes. Bam! Ins Kiel, verreck, oder? Der ist drin. Das ist Backstop-Geräusch. Das war nicht Backstop, ich lebe nicht. Glaub mir, ich kenne das. Wenn es Backstop ist, ist es zumindest ein sicherer Schuss. Ich sehe nichts verflucht. Ja. Jawohl. Kill! Nein, noch nicht hin, ja. Wahnsinn. Das ist aber echt weiter, als ich gedacht habe. Das ist ganz schön. Compounder, auf! Ich will sehen, wie ein Compounder jetzt hier versagt. Ja, lauf! Jetzt bin ich mal gespannt. Ah, nice shot, Alto. Bravo. Hallo! Scheikorn, oder? Ja. Ja, wohl, ich schon. Das ist ja ein Riatre-Thema. Ja, Porn! Sandra! Nehmt ernst? So, jetzt kommen die Halbtechnischen, die das für mich noch ein bisschen unverständlicher machen, weil sie noch Untergriff schießen. Und der eine, der wandert hier komischerweise an diesem Seil entlang. Er zählt schon wieder Knötchen. Alter. Markus. Das war dann aber auch Backstop nach dem ja, Geräusch. Backstop, ja.
Ja, was ist mit dir los? Ja, Harald. Passt doch. Geh nochmal in den Auszug, weil das hat so schön geglänzt. Ich erinnere mich an irgendeinen Film. Ich kann jetzt gar nicht sagen, welchen. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Komm, ich bin ja so nett. Das ist, also ich bin geblendet. Meinst du denn, du hast einen Kiel? Oh, ja! Jawohl, das war richtig geil. Und das erste war dann auch der Baum, den ich ja auch dafür hier ausgesucht habe, ne, Harald? Danke dir, dass du uns diese... Der Einheimische hat auch den einheimischen Baum gleich... So, jetzt mit 30 Pfund, auf geht's! Hopp, die Schuhe, Schuhfraktion. Oh nein, mach ruhig, Anja, hopp, dazu. Jetzt sind wir gespannt hier. Das ist ein altes Schätzchen. Ja, verreck. Der kann Zufall gewesen sein. Nochmal. Nochmal. Das glaube ich erstmal nicht. Das ist falsche Tier. Das war das falsche Tier. Das falsche Tier, ja. Hast du im Augenblick gesehen? Das habe ich gehört. Ah, ich hab's gewusst. Au, jawohl. Der war sehr stark. Der war sehr stark. Ihr seht selbst mit dem Uhr. Wie alt ist der Bogen jetzt, die Wurfarme? 30 Jahre. Auf dem Baum, wo wir hinkommen. Stockstein, Baum, Sturz. Ja, leider Platz auch nicht kann. Leider einen kriegen. Und hier ein Gruß an Henry Botnick, die Shrew-Fraktion von Südtirol. Au. 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 Aua. Aua. Ui, ui, ui. Ich lache schieße. Ja. Gut. Ja. Der war hoch. Die Sandra darf heute eigentlich nicht so gut schießen. Die hat uns gestern schon hier komplett alt aussehen lassen. Alter. Jo, ja, Maschine, echt wahr, ey. In einer heroischen Pose hier, der Schorsch. Das war das falsche Tier. Das ist das leichte, das hohe Fiss war das eben. Das ist ja auch ein R2D2, sehe ich gerade, was der schießt hier. Sag, was ist denn hier los in Südtirol? Ja, halt mit der Technik. Ja, aber hey, die haben's voll drauf. Evelyn, magst du auch von hier? Du musst nicht. Jetzt die Evelyn an unserem extrem Tier. Jawohl. Und ihr seht, für Nachwuchs ist gesorgt hier. Extrem gut. Und da seht ihr schon, warum ich diesen Flock gewählt habe. Der Baum, der drückt und manchmal wird er auch getroffen. 1, 2, 3 Mal haben wir es jetzt schon verewigt. Und da hinten dran, oben, ist das Mufflon. Und da sind wir angekommen. Das wird geschossen. Also das Backstop ist gut hinten dran. Tatsächlich war mein erster auf dem Backstop. Ich hätte wetten können, der ist drin. Aber der zweite dafür, tatsächlich hier Albert im Kill. Compound auch. So, das Ziel ist installiert. Es ist ein rotes X auf dem zu schießenden Tier. Dann wünschen wir euch viel Spaß und wenig Pfeilbruch. Und wir gehen weiter zum nächsten. Und wir sind beim Vorbereiten vom zweiten BSE-Ziel. Die Sandra ist schon heftig am Farbdosen schütteln. Das Albino-Eichhörnchen, das haben wir jetzt schon weiß gemacht. Und Sandra macht jetzt das rote X drauf. Albino weiße Eichhörnchen hat nämlich rote Augen, klar. Boah, schaut's cool aus.
So, ja Leute, jetzt könnt ihr mal zeigen, was ihr könnt. Wir gehen an den Ausgangspunkt, wo es geschossen wird. Oh je. Und nochmal, bitte, ne? Nicht schimpfen, klar, ist bekloppt. Aber hier, die Höhenluft ist auch nicht gesund. Sie sind ja genauso bekloppt, wie schon gesagt. Sehr gesund. Und wer es nicht schießen will, bitte, bitte nicht schießen. Da ist Pfeilbruch in einer höheren Wahrscheinlichkeit. Deswegen geht näher dran, schießt die anderen Ziele. Hier ist ja der große Luchs. Und hier unten ist auch noch ein Luchs. Und wirklich nur, wer mag, den extrem eichernden Albino. Und dann nicht schimpfen, wenn ein Pfeil kaputt geht. Bitte, bitte, ne? Macht euch Spaß draus. Genießt das Ganze. Wir machen das jetzt auch. Perfekt. Perfekt. So, der zweite Abschluss ist bereit. Ich versuche es euch mal zu zeigen. Wir haben es uns auch ausgelittert, wie weit es weg ist. Es ist wieder 40 Meter, mehr sage ich nicht. Und da unten ist das Albino-Eichhörnchen. Ihr müsst also hier knapp an dem Stein vorbei, zwischen den Bäumen durch. Und da unten das Eichhörnchen ist zu treffen. Das werden wir jetzt mal probieren. Das ist allerdings heftig. Und nochmal, ne, Leute, ernsthaft. Schießt es nicht, wenn ihr Angst habt um eure Pfeile. Das ist jetzt wirklich, ich glaube, tatsächlich mit das krasseste Ziel, das ich bis jetzt gestellt habe. Das wird heftig. Alter, wenn ich nur auch mal ansatzweise was verstehen würde, dann ich sagen, das ist Deutsch. Nein, das ist nicht Deutsch. Woll. Ich bin gespannt, ob das einer trifft, echt wahr. Wer hat jetzt Eier? René. René, bei René ist der Punktestand noch null, ne? Das war vorhin Horn. Das war Baum und Horn. Jetzt ohne Druck aufbauen zu wollen, René, natürlich, ne? Aber die Welt guckt jetzt nur auf. Genau. Leitschalte jetzt hier. Das ist ein Reel. Jawohl. Modellathlet. Das Geräusch war jetzt nicht so Pfeilvertrauen, sage ich jetzt mal. Das ist. Also da ist noch keiner drin bis jetzt. Sauber gelöst! Jawohl! Der war auch richtig sauber gelöst diesmal. Also Respekt! Die Sandra traut sich das immer zu. Baum. Ja, nie stoß jetzt. So. Ja, vorhin, wenn ich so alt bin, wegen der Fahrflosen. Ah, uiuiuiui. Da ist schön drauf. Aber was ich mit meinem geschnappt habe, das sehe ich wohl, ja. Ja, sehr gut. Also ihr seht mit dem Compound natürlich, ne? Aber dafür haben sie dann auch Druck. Wehe, sie treffen nicht, dann sind sie nämlich jetzt bei uns bei den traditionellen gleich wieder in Gelächter. Sehr gut. Jawohl. Jawohl, der hat aber richtig geil. Aber der, Leute, echt, der Schuss, der hat's echt in sich. Ich probiere auch mal. Den unmöglichen Auftrag von John Wick. Das ist allerdings heftig. Operation Eichhörnchen. Ah.
Der fliegt noch eine Weile. So, und jetzt kommt der Mann, der für diesen Block verantwortlich ist. Der wollte den noch ein bisschen heftiger machen. Das heißt, alle Pfeilhersteller dürfen jetzt sich bei ihm bedanken. Die Aufträge werden steigen. Für Frodo. Ich denke, in 2 Jahren ist hier eine Schneise runter nach Bozen. Okay. Der ist hin. Katastrophe. Noch einmal. Ja. So. Und da sind wir. Ihr seht schon. Trotz vielen, okay, es wurde auch viel geschossen, ne? Also beim besten Willen, aber Leute, guckt. Aller Respekt. Und der Stefan hier, unser Compounder. Der zweite, der erste war natürlich schon kaputt, aber in Skill Respekt. Sehr, sehr gut. Die Evelyn hat auch das Ding getroffen von vorne. Richtig, gut. Sehr gut. Evelyn, klasse. Finger hoch. Oh, da liegt Pfeile, Pflaster in ihren Weg. Aber hier ist es, ne? Das Albino-Eichhörnchen. Das ist echt ein böses Teil. Ich wünsche euch Spaß und wenig Pfeilbruch. Probiert's einfach. Aber wie schon gesagt, ihr müsst nicht. Immer dran denken.